Hallo und herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Kurz vorm Ende, I guess. Was ist hinter diesem Nebel? Long and hard didst thou fight, tarnished warrior, spurned by the grace of gold. Be assured, the Elden Ring resteth close at hand. Alas, I am returned. To be granted audience once more. Upon my name as Godfrey. The first Elden Lord. Ah, Gottes Willen. Godfrey, erster Eldenfürst. Heilige Makrele. Nicht wirklich. Scheiße, das ist der, den ich auf meinem Poster habe. Von der Deluxe Edition von Elden Ring. Der, meine Katze stretcht sich gut. Nicht auf die Tastatur gehen. Versammel nicht meine Tour. Vermassel nicht. Versammel. Well. Nee, Tongs, das geht nicht. Du musst nach unten. Ich werde meinem coolen Outfit den wenigstens besiegen. Er wirkt. Was könnte seine Weakness sein? Ich versuche mal weiterhin Eis. Jo. Einziger lore-wichtiger Boss halt nach dem anderen wird hier geballert. Wenn das alles nicht so lange dauern würde, ne? Hi. Godfrey, erster Elfenfürst. Ach, dieser Löwe als Geist. Du bist cool. Das war schwer zu lesen für mich. Ha! Junge! Entspann deine Eier! Teufel. Tschüss. Ach nee, der kann auch so den Boden zum Beben bringen. Fuck. Au. Au. Die Wand an. Wie viel Leben hat er? Was soll ich gegen diese Attacke tun? Katzenhaare überall, ne? Nee. Ja, ein gut, dass ihr die Katze auch gerade überhaupt nicht sehen könnt. Toller Boss.
Das ist mein Bart, an dem ich die ganze Zeit zupfe. Ob der mehr meiner über eine halbe Stunde meiner Aufmerksamkeit braucht? Was? Au! Ja, what the actual hell? Jesus! Schwester. Godfrey. Erster Elfenfürst. Möchtest du deine Böcke entspannen? So ein bisschen? Oh. Oh. Hat sich gebufft, nicht wahr? Damn, he got some stomps! Entschuldigung, Tox! Wie soll ich diesem ausweichen können? Nein. Au. Alter, diese Wellen, was soll ich tun? Wie viele Erdbeben soll ich noch aushalten? Can you fucking tell me? Ach, Leute, meine Stimme, ne? Ich will mich nicht die ganze Zeit beschweren, ne? Ich hab schon meinen Spaß. Nur ich musste wirklich eigentlich meine Stimme schonen. Und das tut weh, wenn ich doch gerade so am Ende bin und Spaß habe. Ja, ich kann mein Lichtlein anmachen. Weißt du was? Hoppala, auch, aber... Let me have a pal. Für einen Moment endlich. Der entspannt halt echt lange, ne? Amazing. Okay, das sieht schon nach einem sehr unfairen Kampf aus, so viel Schaden, die ich da schon mache. Seinen Rücken zu mir gedreht hat, kann ich nicht sehen, wann er stoppt. Blute doch ein bisschen, at least.
will be all. Thou didst me good service, Sirosh. I've given thee courtesy enough. Now I fight as Horaloo. Okay, Brudi. Horary Lu, der Krieger. Some martial arts kicks, oder wie? Doch gleich erschießen. Was? Ja, also strong. Stronger move. Wie will ich als Magier Blade schaffen? Gar nicht, ne? Hab ich mir gedacht. Ja, okay, ich könnte meinen für Phase 2 natürlich beschwören, ne? Godfrey, erste Ellenfürst. Warum hast du dann am Huni getötet, Junge? Also, nee, Tiger. Katze. Das ist genau der Gegenteil. Also nicht Gegenteil, aber. Dieser Move in die Fresse ist auch schon so fies. Oh, Leute, dass ich da noch durchgedacht bin. Hätte nie sein sollen, glaube ich. Ja. Da habe ich mein Maul nicht voll bekommen, ne? Das heißt, er hat at least 3 Phasen. Weil Phase 2 ist seine gebuffte Ich trete und die ganze Welt dreht sich Phase. Phase 3 ist seine Ich bin Martial Arts King. Diese Moves sind echt schwer zu lesen teilweise. Da habe ich keine Ahnung, wie ich dem ausweichen soll. Dem aber nicht die Chance geben. Ich habe das Gefühl, ich muss auf die Seite. Da wollte nicht die Axt ist. Also nach rechts ausweichen. Ja, noch. Hättest du mir nicht diesen Schlag noch gegeben? Ja, geil. Ich würde echt super gerne. Okay.
Okay. Deine erste Phase ist, glaube ich, tatsächlich gar nicht mal allzu schwer. Muss nur nah dranbleiben. Das ist... Da geht's viel drum. Ich glaube, ich könnte auf jeden Fall meine Kram-Snacks wieder dahin tun. Es fehlen immer noch ein paar Bosse in meinem geistigen Kopf, mit denen ich mich gespoilert habe. Da würde ich mich mal freuen, wenn ich die sehen würde. Oder... Ja, ich habe gar keine Ahnung, wie ich an die komme. So, hi. Immer auf seiner rechten Seite, also von mir aus gesehen, seiner rechten Seite bleiben. Das ist schon echt cooler Move so. Ja, da weiß ich nicht. What the fucking do? Ey, keine Ahnung. Manu! Lava-Eruption. Okay, in der ersten Phase sein Tritt minimal versetzt ausweichen. Uah. Ich würde nie im Leben als Programmierer bei From Software arbeiten wollen, weil wie kompliziert ist es denn zu programmieren, wie sich Gegner, also so eine Gegner-KI, wenn die so viele ausgewiesene fucking Moves hat. So. What the fuck? Boah, ich sitze ja auch gegen gerade. Krüppel wollte ich nicht sagen, Entschuldigung. Das ist nicht kein cooles Wort. Gib mir meine 0 Runen. Okay, das ist immer sein erster Move anscheinend und dann kann ich einmal so viel Schaden einbringen. Da muss ich, glaube ich, einfach komplett zur Seite. Okay. Auf seine rechte Seite zu bleiben, ist halt wirklich sein Nemesis. Eine Sekunde zu früh. Fuck. Ja. Ja, da war ich zu greedy. Ich kann keine zwei Schläge reinkriegen. Ich muss es lernen. Ich bin an der Wand. Ich weiß nicht, wo ich war. Okay, okay, okay. Phase 1 ist gut, ne? Ich schaffe jetzt nicht confidently, ihn in Phase 2 zu kloppen jedes Mal. Aber an seiner Seite zu bleiben ist auf jeden Fall schon mal key. Das ist good to know. Ich höre gerade so ein ganz faintes Glückgeräusch. Ich denke mir so, why? Also, warum ist es mir vorher nie aufgefallen? Fuck me. Ja, da habe ich schon eine gute Chance, Damage erfahren. Das gibt's doch nicht. Das wär smooth, wenn ich da mich durchgedorscht wäre.
Bro, ich sehe an Scheißdreck, was du tust. Jetzt entspann deine Klöten. Okay, merke, wenn er seine Axt, also auf den Boden rammt, habe ich kein wirkliches Fenster zum Angreifen. Jedem Angriff ein Gegner. Das funktioniert. Mein Blut ist gut. Oder so. Nice. Kann ich jetzt? Fuck, das wollte ich nicht, aber das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Wow. Nein. Es ist ein cooler Soundtrack. Wisst ihr, das Nervigste an all dem ist halt diese Vorbereitung hier vorne. So diese ganzen Buffs. Ich könnte wieder... Ich probiere mal von Anfang an meine Trainer zu holen, weil ich ja ungefähr weiß, welche Moves ich ausnutzen kann jetzt bei ihm. So, ich meine, er hat es ja nicht mal geschafft, sich zu buffen. Also das kann man auch verhindern. Und vielleicht schaffe ich es trotzdem relativ confident, sehr viele Schläge in ihn reinzukloppen. So, du kannst mich ja auch erstmal weiterhin fokussieren. Also Spot ist, schmeckt ihm wirklich überhaupt. Okay, da haben wir ihn relativ easy in eine Phase geballert. Ja, sag mir, wie ich da durchkommen soll. Hallo, ich sag jetzt nicht, dass der... Ja, Trainer, tanz mal ein bisschen mit dem. Oh. Oder bring ihn halt um. Ich von Horara Loop. 300.000. Stacy, ich wollte nicht, dass meine Träne ihn halt tötet. Instantly. Hoppala. Ich hätte ihn vielleicht auch so getan, ne? Ich habe ja schon gelernt. So ist es nicht. Möchtest du nicht noch einmal mit mir sprechen? Melana? Okay, liebe Leute. Ich würde sagen, das war's für diese Folge Elden Ring. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Bosskampf. Lasst doch gerne ein Abo da, um keine weitere Folge zu verpassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal bei Elden Ring. Ciao, ciao.